Bei ihrem Treffen in Brüssel haben die NATO-Verteidigungsminister über die künftigen Beziehungen zur Ukraine beraten. Das Treffen fand vor dem Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensive statt, die seit einigen Tagen läuft. Die von der NATO entsandten Panzer und Waffen kommen dabei zum Einsatz und machen einen Unterschied auf dem Schlachtfeld aus, wie Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte. Man wolle die Ukraine weiter unterstützen, so die Verteidigungsminister. We will continue to provide Ukraine with the urgent capabilities that it needs to meet this moment, as well as what it needs to keep itself secure for the long term from Russian aggression. And make no mistake, we will stand with Ukraine for the long haul. Der ukrainische Wunsch, der NATO beizutreten, wird weiter unerfüllt bleiben, weil es unter den Mitgliedern des Verteidigungsbündnisses bislang keinen Konsens für einen Beitritt gibt.